Hallo, schön, dass ihr auch im Mai dabei seid, wenn es heißt die Psygrenz-Themenfrage. Ich bin tot, was nun? Der Sinn und Unsinn der Jenseitskontakte. Ich bin mir sicher, dass es viele unter euch gibt, die schon einmal bei einer spiritistischen Seance mit dem Tische- oder Gläserrücken teilgenommen haben. Dass diese Praktiken nicht ganz ungefährlich sind, sollte eigentlich bekannt sein. Ja, ich gebe zu, auch ich habe vor vielen Jahren an solchen Seancen teilgenommen. Begonnen habe ich dann 1985 mit der Tonbandstimmenforschung, transzendentalen Transkommunikation, wie man heute sagt, und ich habe sehr viele positive Erfolge erzielen können. Da die Transkommunikation ernsthaft und nicht wie beim Gläserrücken im Kaffeeklatschmilieu ohne jegliche Erfahrung praktiziert wird, besteht hier eine nicht so große Gefahr wie beim Tische- oder Gläserrücken. Also bitte seid stets vorsichtig, schützt euch gut und achtet darauf, welche Mitteilungen durch die geistige Welt zu diesem Thema durchgegeben worden sind, gleich nach dem Intro. Zum Beginn einige Worte zum Spuk und seine Folgen. Wenn in irgendeiner Weise vom Jenseits die Rede ist, denkt man sofort an Gespenster, an Spuk und an die vielen Märchen in den Kinderbüchern, die sich damit befassen. Alles zusammengefasst erscheint uns das Jenseits daher lächerlich und unglaubwürdig. Unbedingt steht das Jenseits für uns mit den vielen Gruselgeschichten im engen Zusammenhang. Sobald aber irgendwo in der Welt ein echtes Spukphänomen auftritt, müssen auch dann die Reporter der Tageszeitungen zwangsläufig an Unfug denken, über den in dieser Hinsicht berichtet worden ist. Für sie ist daher ein solches Phänomen nicht wissenschaftlich interessant, sondern einfach eine interessante Gruselgeschichte. Der Spuk mit seinen Gespenstern ist eine Erscheinung, die in keiner Weise dazu beiträgt, das Wissen von der Weiterexistenz der Seele zu vertiefen. Seltsamerweise sind die Spukgeister zu allem Schabernack aufgelegt und international tätig. Mit wahrer Freude scheinen sie fast immer darauf aus zu sein, Menschen zu erschrecken. Mit einem Wort, die Spukgeister sind sehr schadenfroh und dies scheint ihre wahre Lebensfreude zu sein. Sehr beweiskräftig ist dagegen die Tatsache, dass der Spuk über die ganze Welt verbreitet ist und überall die gleichen Symptome zeigt. Die Spukgeister benehmen sich wie Irrsinnige und das sind sie auch, denn jede Gottlosigkeit ist ein sehr gefährlicher Wahn, der erst im Jenseits richtig zum Ausbruch kommt, weil die Bremsen der Materie fehlen. In Klammern, ein Alkoholrausch ist ähnlich. Nun stimmen uns die vielen Spukerscheinungen heiter und ergötzen die Menschen, weil sie mit dem Nervenkitzel des Unheimlichen verbunden sind. Hier liegt der Fehler einer falschen Betrachtung. Spuk ist einer der erschütterndsten Beweise für die schweren Folgen eines sündhaften Lebens. Er ist ein Beispiel geistiger Umnachtung und einer sinnlosen Rache am lebenden Menschen.
Der Spuk kann so gefährlich werden, dass er Erdenmenschen nach dem Leben trachtet. Aus diesem Grunde haben Menschen gewaltige Angst vor diesen Erscheinungen, wenn sie ihnen begegnen. Spukgeschichten in Märchenbüchern, die Geisterschlösser auf Rummelplätzen und die kindischen Zeichnungen von Gespenstern und so weiter sind nicht nur eine Pietätlosigkeit gegenüber den heimgegangenen, unglücklichen Seelen, sondern darüber hinaus eine schwere Gotteslästerung. Auch bei den spiritistischen Heimzirkeln, in Klammern Hausspiritismus, ist es kaum anders. In diesen Jenseitskontakten benehmen sich die Seelen nicht viel anders als die Spukgeister. Sie lügen, machen faule Witze oder geben falsche Lottotipps, schließlich werden sie ordinär. Eine andere Gattung foppt die Zirkelteilnehmer mit frommen Bibelsprüchen, macht sie alle zu Auserwählten und Heiligen und amüsiert sich über die fanatische Frömmigkeit, die nichts mit wahrer Hörentwicklung zu tun hat. Was aber die Seelen, die tatsächlich die Bezeichnung in Anführungszeichen Gespenster verdienen, erreichen, ist, dass die Teilnehmer herabgezogen und krank werden. Damit ist bereits das Endziel der dämonischen Bemühungen erreicht. Für jene Zirkelteilnehmer wäre es besser, sie hätten nie etwas damit zu tun gehabt. Indem aber die Menschen den Fehler machen, sich über den Spuk zu amüsieren, ihn lächerlich zu machen, wird dem Teufel ein großer Trumpf in die Hand gegeben und er spielt ihn immer da aus, wo sich eine ehrliche Gottsuche zeigt und Erfolg verspricht. Auch der Spuk ist ein jenseitiges Phänomen. Das Phänomen der Transzendentalstimmen aus Menetekel, Unsichtbare Wahrheiten, Seite 56. Bei Tonbandaufnahmen wurden Wörter und Sätze aufgezeichnet, die nachweisbar weder vom Experimentierenden noch aus dem Radioprogramm stammten. Man bezeichnete sie als Stimmen unbekannter Herkunft. Das Erstaunliche ist, dass diese Stimmen Fragen beantworten und zuweilen den Experimentierenden mit seinem Namen anreden. Der schwedische Kunstmaler, Opernsänger und Archäologe Friedrich Jörgensson entdeckte die Transzendentalstimmen im Jahre 1959. Als er dann Tausende von Stimmen auf Tonbändern hatte, wandte er sich zur Überprüfung an Fachleute. Sie kamen und untersuchten die Stimmen. Die Spezialisten vom Rundfunk brachten versiegelte Bänder und eigene Aufnahmegeräte. Vom Schwindel keine Spur, kein doppelter Boden. Das war das Fazit ihrer Überprüfungen. Der aus Lettland stammende Psychologe Dr. Konstantin Raudive widmete sich seit 1965 der Stimmenforschung. Mit wissenschaftlicher Akribie führte er Aufnahmen durch. Sein in der englischen Übersetzung erschienenes Buch »Unhörbares wird hörbar« wurde in England eine Weltsensation. Auch ich weiß nicht, sagte Dr. Raudive, wie das alles vor sich geht. Ich habe keine Ahnung, wie diese Stimmen auf das Tonband kommen. Als ich sie zum ersten Mal feststellte, war ich einer Ohnmacht nahe. Die Herkunft dieser Stimmen kann meiner Ansicht nach physikalisch nicht geklärt werden. Ich deute sie auf meine Weise. Ich persönlich bin überzeugt, dass es sich um die Stimmen Verstorbener handelt. Natürlich versucht die Wissenschaft, das Phänomen objektiv und kritisch zu prüfen.
An Hochschulen und in Forschungslabors werden mit den modernsten Untersuchungsmethoden, mit Apparaturen, von denen sich ein Laie keine Vorstellung macht, Untersuchungen durchgeführt. Hier werden die Stimmen seziert durch modernste Stimmenanalysatoren in ihrer Klangcharakteristik untersucht und oszillografiert. Laute in Bruchteile von Tausendstel Sekunden zerlegt, gefiltert und verstärkt und Klangbilder mit denen des Experimentators verglichen. So werden alle Aufnahmegeräte wie das batteriebetriebene Tonbandgerät, das Mikrofon und die benötigten Messinstrumente in einem sogenannten faradayischen Käfig untergebracht. Dieser ist ein metallisch völlig geschlossener und geerdeter Behälter oder Raum, in den keinerlei Radiowellen eindringen oder sonstige elektrische Felder einwirken können. Die Stimmen sind genauso auf dem Tonband mit gleicher Intensität, mit ihrer besonderen Eigenart. Und dies, wo doch keine Radiofrequenzen in den Käfig eindringen können. So fällt hier die Annahme, es handele sich um zufällige Radiofloskel und Einstreuungen weg. Ein Kölner Rundfunktechniker sagte im Anschluss an ein Experiment, das Stimmenphänomen ist technisch echt. Es handelt sich also keineswegs um einen Schwindel, aber es gibt technisch betrachtet vielerlei Möglichkeiten, auf welche Weise solche Stimmen entstehen können. Beispielsweise durch sogenannte Kreuzmodulation und kurzfristige Überreichweiten weit entfernter Sender. Die Geräusche erhalten damit den Charakter einer artikulierten Sprache. Da diese Stimmen sehr leise sind, kann man sie auch über das Radio mit unserem Gehör nicht vernehmen. Erst durch die Tonbandtechnik ist es möglich geworden, sie verständlich zu machen. Aber auch dieser Rundfunktechniker hatte keine Erklärung dafür, dass die Stimmen Antwort auf Fragen gaben und Anwesende mit ihrem Namen ansprachen. Aus Menetekel, der Tod setzt keine Grenze, Seite 76. Frage: Kann jemand, der erst kürzlich verstarb, vom Jenseits aus mit einem Hinterbliebenen einen Verständigungskontakt aufnehmen? Antwort: Das hängt von verschiedenen Voraussetzungen ab. Du musst dich nicht als Körper mit einem Geist, sondern als Geist mit einem irdischen Körper betrachten. Du lebst in einer materiellen Welt und denkst natürlich auch materiell. Im Wesen ist das Leben nicht materiell, denn die Grundmauer, die Lebensbasis ist unkörperlich. Der Ursprung liegt nicht in den Besitz- oder Vermögensverhältnissen. Du selbst bist ja nicht Stoff, nur dein Körper. Dein wirkliches Ich ist unfühlbar, unfassbar, es ist nicht zu sehen, nicht zu hören. Du bist Geist. Die Qualität deines Geistes hängt zu jeder Zeit mit deinem Lebenswandel zusammen. Sie hängt davon ab. Das Gesetz findet auf alles und auf jeden Anwendung und nichts kann ihm entgegenarbeiten. Wenn ich sage, das Gesetz, so meine ich das natürliche, das göttliche Gesetz, denn es ist einfach in der Ursache und in der Wirkung. Wenn du ein vollkommen selbstloses Leben lebst, so hast du allein den Nutzen davon, denn ein freundliches, tolerantes, uneigennütziges Wesen lässt den Geist wachsen. Dieses Gesetz gilt für alle. Du bist, was du selbst durch deine Gedanken und durch dein Benehmen aus dir machst.
wenn auch diese Tatsachen in deiner Welt nicht immer erkannt werden. Aber in dem Augenblick, wo du die Schwelle des Todes überschreitest, so tritt es klar zutage. Du manifestierst dich als höherer oder niederer Geist. Du bringst den Geist mit, den du zu Lebzeiten auf Erden geformt hast. Deine ewigen Besitztümer bestehen nur aus geistigen Qualitäten, die du dir durch dein tägliches Leben erworben hast. Diese Tatsachen machen das Gesetz so fair und gerecht. Es besitzt ein Höchstmaß von Gerechtigkeit, die kein vernünftiger Mensch anzuzweifeln imstande ist. Wenn aber zwei Menschen diesbezüglich ähnlich sind, so können sie einen Kontakt aufnehmen. Doch wenn sie sehr unterschiedlich sind, so ist das kaum möglich, denn der jenseitige Geist ist nicht allein, er wird umgeben und bewacht. Ebenso ist auch ein irdischer Mensch niemals allein, auch er hat stets eine Gruppe von Geistwesen um sich. Also kann ein negativ eingestellter Mensch nicht immer das tun, was er gern möchte. Hinzu kommt aber, dass jenseitige Intelligenzen gewisse Aufgaben bekommen, zum Beispiel Missionen, die nicht immer leicht sind. Es kann sein, dass eine solche Mission einen Kontakt verhindert, weil der Geist unabkömmlich ist. Frage: Viele Leute glauben, dass es möglich ist, unmittelbar nach dem Tode vom Diesseits aus mit einem Verstorbenen Kontakt aufzunehmen. Aredos? Nein, das ist so gut wie ausgeschlossen, wenn es sich um unentwickelte und unvorbereitete Seelen handelt. Es ist wie eine Strafe, dass sich diese Seelen ihren Hinterbliebenen nicht offenbaren können. Doch wenn es sich um eine vorbereitete, positive Seele handelt, ist das schon eher möglich. Doch meistens haben diese bereits Aufgaben, die sie an derartigen Kontakten hindern. Medialer Arbeitskreis: Der größte Irrtum ist der Tod, Seite 40. Frage: Wie beurteilt ihr es, wenn Fragen zu Verstorbenen gestellt werden? Lukas: Wenn diese Fragen zum allgemeinen Interesse formuliert wurden, dienen sie dazu, den gesamten Kenntnisstand aufzubessern. Will jemand seine Tante oder andere persönliche Verstorbene sprechen, ist es mehr eine egoistische Frage, da sich diese sowieso melden würden, wenn es ihnen von höherer Seite gestattet wird. Entscheidend ist immer das Motiv der Frage. Aus Menetekel, das Jenseits, Seite 11. Es ist falsch, wenn jemand behauptet, dass große, intelligente Denker nichts vom Jenseits wissen wollten und sich nicht zu dieser Wahrheit bekannt haben. Große Denker und Philosophen haben mitunter die Wahrheit erkannt, sie haben sie nicht gescheut, sie offen zu bekennen und zu lehren. Denken wir einmal an Sokrates. Er war ein Gelehrter und ein berühmter Philosoph. Er hatte Kontakt mit dem Jenseits, informierte sich über vieles und versuchte, sein Wissen bekannt zu machen. Doch nützte ihm seine Berühmtheit nichts, denn die Erwachsenen, die Hüter der Politik und Wissenschaft, feindeten ihn deshalb an. Sokrates versuchte es bei der Jugend, die er für unverdorben hielt. Aber da machte man ihm den Prozess, dass er die Jugend verführe und verwerflichen Unsinn lehre. Man verhängte über Sokrates die Todesstrafe. Ein ähnlicher Fall, wie ihn Christus auch erlebte. Und bis heute hat sich nichts geändert. Noch heute versuchen angesehene Männer, die Wahrheit zu lehren.
die Wahrheit von der unsterblichen Seele, die im Jenseits bewusst weiterlebt. Auch diesen Menschen nützt keine Berühmtheit, auch wenn sie Nobelpreisträger sind. Man macht sie unmöglich. Aus Menetekel, das Jenseits, Seite 7. Die Schwierigkeit besteht darin, den richtigen, das heißt den guten Kontakt zur Jenseitswelt herzustellen. Der Verkehr mit Jenseitigen ist ziemlich leicht und mehr eine Angelegenheit der Übung und Erfahrung. Millionen Menschen haben Jenseitskontakte gehabt und haben sie heute noch. Doch den meisten gelingt es nicht, den guten Anschluss herzustellen oder zu halten. Darum kommen so viele Lügen und entsetzliche Foppereien vor. Durch den vielen Unsinn jenseitiger Übeltäter wird die Echtheit der Jenseitskontakte von euch bezweifelt. Es ist kein Wunder, dass die akademisch gebildeten Zweifler dann den Kopf schütteln und von krankhaften Äußerungen des unbewussten Unterbewusstseins sprechen. Die Existenz Gottes ist kein Aberglaube und die Existenz Luzifers ebenso wenig. Aus Menetekel, Spiritualismus, Seite 35. Frage: Die Verbindung mit dem Jenseits wird also dadurch erschwert, dass sogenannte Fop- und Lügengeister ihr Unwesen treiben. Aredos: Die geistige Welt ist eine Welt der Superlative. Alles ist im Jenseits gesteigert, auch die Sinnestätigkeit der Seele. Wer auf Erden oft und gerne gelogen hat, dem fällt es im Jenseits keineswegs schwer, diese Gewohnheit fortzusetzen. Doch im geistigen Reich ist alles superlativ, das heißt sehr gesteigert, und daher müssen die negativen Seelen superlativ lügen und foppen. Wer im Erdenleben besonders negativ war, der ist im Jenseits noch negativer als im Erdenleben, und diesen Seelen fällt es unendlich schwer, sich von dieser Angewohnheit zu befreien. Was der Mensch auf Erden geistig erworben hat, das behält er, auch wenn er ins geistige Reich kommt. Aus medialer Arbeitskreis, die geschützte Kontaktaufnahme, Seite 41. Frage: Sollte man zu Beginn einer Sitzung aus Sicherheitsgründen die sich meldenden Geistwesen schwören lassen, dass sie von Gott sind und Christus als ihren Herrn und Sieger über Luzifer anerkennen? Euphenius: Bedenkt, dass es auch Fopgeister gibt, die dieses und alles beschwören. Ein paar Worte aus einem Bericht von Herbert Viktor Speer, Leiter des medialen Friedenskreises Berlin. Der Spiritismus ist weiter verbreitet, als man allgemein annimmt. Die Praxis vollzieht sich jedoch meistens hinter verschlossenen Türen. Man möchte nicht als rückständiger, abergläubischer Mensch angesehen werden. Mit einem Wort, man schämt sich. Sofort taucht die Frage auf, ob der Spiritist etwas Unrechtes tut, dass er Grund hat, sich vor der Öffentlichkeit zu schämen. Dieser Umstand kann nicht genug untersucht werden und er ist öffentlich zu diskutieren. Auch die Wissenschaft und die Theologie hat sich mit diesem Thema ohne Fanatismus und ohne Vorurteile zu befassen. Aus unserer eigenen Praxis wollen wir Folgendes besonders herausstellen. Etwa 80% des heutigen Hausspiritismus beruht auf reiner Blasphemie. Der hohe Prozentsatz ermutigt die Kirchen, gegen den Spiritismus zu Felde zu ziehen.
Außerdem finden wir im Alten Testament eine Stelle, die den Verkehr mit den, in Anführungszeichen, Toten verbietet. Es gibt jedoch keinen Beweis dafür, dass dieses Verbot eine Offenbarung ist. Vielmehr erscheint es uns, dass man schon zu biblischen Zeiten schlechte Erfahrungen mit dem Jenseitsverkehr machte. Wiederum wird aber gerade durch dieses Verbot bestätigt, dass der Verkehr mit den Toten möglich ist. Das wiederum widerspricht den Dogmen von der, in Anführungszeichen, ewigen Ruhe und vom tiefen Grabesschlaf der Verstorbenen. Aus Menetekel, Spiritualismus, Seite 35 und 36. Frage: Welchen Einfluss hat eine spiritistische Sitzung auf die Teilnehmer? Argun: Das ist sehr verschieden. Ein guter Zirkel kann allen Teilnehmern Kraft spenden. Doch ein schlechter Zirkel, auch wenn er noch so klein ist, kann großen Schaden zur Folge haben. In einem profanen Hauszirkel, in Klammern Hintertreppenspiritismus, verlieren die Teilnehmer nach und nach ihre Selbstständigkeit und spielen sich durch ihre neugierige Totenbefragung den niederen Spirits in die Hände, die ihnen dann unglaubliche Lügen auftischen und böse Befehle erteilen, die mit hypnotischer Folgsamkeit kritiklos ausgeführt werden. Frage: Warum werden beim Hausspiritismus selbst gottgläubige Menschen so oft gefoppt? Aredos: Das geistige Gesetz lautet: Zerstöre keine Hoffnung. Daher sind materielle, persönliche Fragen zwecklos. Dieser Fehler wird überall im Hausspiritismus gemacht. Später wundert man sich, dass die vielen guten Versprechungen nicht eingetroffen sind. Es sind gewissermaßen fromme Lügen, die wir jedoch auch ablehnen. In den niederen Sphären nimmt man das nicht so genau. Aus Menetekel, das Jenseits, Seite 21, aus dem Bericht eines Priesters im Jenseits: Darf ich euch einmal erklären, warum wir Seelen, die euch allzu oft ärgern, so boshaft sind? Ich bin nur eine unbedeutende Seele und gehöre nicht zu den großen Geistern, mit denen ihr nur ausschließlich verkehren möchtet. Mein Erdenleben hat mir nur wenig Glück und noch weniger Erkenntnis gebracht. Von Beruf war ich ein Priester. Im Jenseits war ich ein Enttäuschter und ein vom Leben Betrogener. Ich war ein Märtyrer eines verzerrten Glaubens. Doch es war meine eigene Schuld, denn ich hatte mich gegen die wirkliche Wahrheit gesperrt. Bitte gewährt mir die Bitte und lasst mich davon sprechen. Ich bin kein jenseitiger Lehrer, aber eine Seele mit den bittersten Erfahrungen. Ich glaubte, ein Diener Gottes zu sein, doch ich war ein Diener des Irrtums. Hier ein Auszug eines Berichtes aus Nachtodliche Schicksale von Professor Schiebeler zu dem Phänomen des Tische- und Gläserrückens. Wenig später erfuhr ich von einem wesentlich ernsteren Fall, bei dem sich kein guter Ausgang abzeichnet. Es handelt sich um die Frau eines bekannten Verlagsdirektors. Sie schrieb, malte, war eine Schönheit, sehr geistreich und in der Gesellschaft sehr beliebt. Körperlich krank war sie nicht, als die Ereignisse begannen. Ab und zu nahm sie einen Drink oder auch zwei, aber sie war keine Alkoholikerin und litt nicht unter Depressionen. Sie hatte keine Probleme, aber auch kein Interesse am Okkulten, das sie für Aberglauben hielt.
Eines Tages befand sich diese Mrs. K. im Landhaus einer Verwandten, deren Hobby das Tischrücken war. Sie war gut gelaunt und ließ sich herbei, daran teilzunehmen, aber nicht aus Neugier, sondern um ihrer Gastgeberin einen Gefallen zu tun. Anwesend war noch eine Freundin der Gastgeberin, welche die Funktion einer Gesellschafterin ausübte. Kaum hatte Mrs. K. die Hände auf den Tisch gelegt, da fand sie die Sache auch schon langweilig und stand auf. Dann brachte man das Kujabrett und Mrs. K. stieß zur Gruppe. Das Brett schien sich ganz auf Mrs. K. zu konzentrieren, so dass sie schließlich Angst bekam und aufhören wollte, aber ihre Gastgeberin überredete sie, Papier und Bleistift zu nehmen und mitzuschreiben, wenn der Geist das wünschte. Mrs. K. hielt das für unwahrscheinlich und sie war dann sehr verblüfft, als der Bleistift wie von selbst etwas auf das Papier kritzelte, das ein verzerrtes Gesicht zu sein schien, vielleicht das eines wahnsinnigen jungen Mannes. Und um die Zeichnung lief eine Schrift: Ich habe die getötet, die ich liebe. Das Wort getötet war mit solchem Nachdruck geschrieben, dass an dieser Stelle das Papier eingerissen war. Nun sprang Mrs. K. auf, tat einen wilden Schrei, der die anderen mit Angst erfüllte, und war jetzt in so tiefer Trance, dass sie lange Zeit nicht mehr normal schien. Danach war sie zutiefst von ihrem ersten Erlebnis des Beherrschtseins erschüttert. Nun war sie nicht mehr so skeptisch und schwor, niemals mehr das Unheimliche herauszufordern. Doch die Tür, die sie geöffnet hatte, wollte sich nicht mehr schließen. Sie wurde das Instrument einer ganzen Reihe entkörperlichter Persönlichkeiten, die sie als Medium benutzten, um sich nach langen Jahren enttäuschenden Vergessenseins wieder mitzuteilen. Es waren Soldaten, der Architekt des Hauses, ein Gentleman aus dem 18. Jahrhundert und der gewalttätige Mörder, der die psychische Tür aufgemacht hatte. Er war Maler gewesen und begann Mrs. K. so zu beherrschen, dass ihr eigener, liebenswürdiger Stil ganz im gewalttätigen, heftigen des jungen Mannes unterging. Sie konnte keinen Pinsel in die Hand nehmen, ohne unter seinem Einfluss zu stehen. Dann folgte eine brutale alte Vettel, die Mrs. K. viele Verletzungen beibrachte. Ihr verängstigter Mann ließ sie in jeder Beziehung gründlich untersuchen, doch man bescheinigte ihr eine vorzügliche geistige und seelische Gesundheit. Eine Erklärung für das, was mit ihr geschah, ließ sich nicht finden. Eine Reihe von Psychiatern, die der Parapsychologie freundlich gesinnt waren, versuchten ihr zu helfen, ohne Erfolg. Als ich sie kennenlernte, versuchte ich die eingedrungene Persönlichkeit zum Verlassen ihres Geistes zu bewegen. Aber mit einem Verrückten lässt sich nicht rechnen und der Kampf war sehr heftig. Es dauerte Monate und bedurfte intensiver und tiefer Hypnose, um sie wieder einigermaßen unter Kontrolle zu bringen.